So, deinen Videos fehlt das gewisse Bling. Keine Sorge, hab ich für dich. Schätzelein, ich hab dir ein ganzes Bling-Preset-Pack gebastelt. Auf geht's, lad es dir runter. Unten in der Beschreibung findest du einen DFX-File mit ganz, ganz vielen Bling. Und was du damit machen kannst, wird dich echt staunen lassen. Also, Schätzelein, kommst du mit ins Tutorial? Nachdem du dir das DFX-File runtergeladen hast, kannst du es einfach doppelt anklicken. Und dann fragt dich auch DaVinci, ob du es schon installieren willst. Ich habe es natürlich schon, also klicke ich hier auf Override. Und danach findest du in deiner Effekt-Library, wenn du unter Generators nach Star suchst, 7 Effekte. Einmal hier diese ganzen Star-Effekte. Und die arbeiten alle über den NM Curves Modifier, in dem du natürlich bestimmen kannst, wie stark soll das Ganze rotieren. Also wenn es nicht rotieren soll, dann bleibt es einfach statisch. Und sie haben noch einen Reiter für den Glow. Und das Ganze kannst du natürlich dann kürzer machen. Und meistens ist es für eine Sekunde ziemlich gut. Du kannst es natürlich aber auch schneller machen. Und dann haben die alle so einen schönen Plop. Außerdem, die mit dem Ring, da kannst du auch noch einstellen, wie dick der Ring sein soll und wie groß der am Ende sein soll. Und natürlich haben alle Transparenz, das bedeutet, du kannst sie einfach auf dein Video klatschen und wenn du sie in der Größe verändern willst, kannst du hier einfach in die Transform Controls gehen und das Ganze im Gesamten kleiner stellen und rotieren, wie du es haben willst. Und dann findest du hier auch noch 3 solche Starry Backgrounds, was quasi Partikelsysteme sind, die die ganze Zeit nonstop solche Teile spawnen, die du natürlich auch wieder einstellen kannst. Und auch unter Partikel hast du noch ein paar Einstellmöglichkeiten. Und wenn du wissen willst, wie ich die Teile erstellt habe, dann schau mal, hier habe ich ein ausführliches Tutorial zu den Shape Notes. Und wenn du wissen willst, wie ich das mit den Augen gemacht habe, dann schau mal hier mein Sharingan Tutorial an. Da habe ich dir quasi die Technik erklärt. Und alle diese Bling-Effekte findest du übrigens auch auf Instagram als Sticker, wenn du MVS Star eingibst. Ich wünsche dir viel Spaß, Kameramagier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.